Hallo meine lieben Freunde, es ist bestes Wetter, ich sitze vor dem Pool und das ist auch das Thema, mein Pool. Ich hatte in einem der letzten Videos ja berichtet, dass der Pool undicht war und das hatte ich abgedichtet mit diesem Zeug, heißt Vermit, ist ein Abdichtmittel. Das hat auch sogar funktioniert, aber ich glaube, das ist nicht so die Lösung auf Dauer. Deswegen habe ich nach einer anderen Lösung Ausschau gehalten und ich bin dort auf das Produkt von Impermax Paint Chlor gestoßen. Das ist eine flüssige Teichfolie. Hier in diesem Bottich ist das gekommen, 4 Kilo sind da drin und darüber möchte ich berichten. Also wenn ihr einen undichten Pool habt, bleibt dran, hier gibt es die Lösung. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Situation. Der Pool ist aus Beton gegossen und den Beton hatte ich wasserdicht gemacht. Dafür gibt es extra Zusätze. Ich mache euch mal ein Bild da rein. Da gibt es einen Zusatz, der wird in den Beton reingegeben, dass es dicht ist. Leider hat das wohl nicht ganz so gut funktioniert und dann ist es halt undicht. Und die Ursache macht darin liegen, dass da Nähte waren oder dass der Beton nicht so gut verdichtet ist. Anschließend habe ich den Pool mit einer normalen Farbe gestrichen und dann habe ich den versucht abzudichten mit diesem Vermit, was ich euch gezeigt habe. Hier auch noch mal ein Bild davon. Das ist da, um kleine Löcher abzudichten. Das hat aber irgendwo für mich nicht den Charakter einer Dauerlösung, also musste eine andere Lösung her. Dann habe ich im Internet gesucht und bin auf dieses Mittel gestoßen. Das ist von der Firma Impermax und heißt Paint Chlor. Das ist ganz wichtig, Paint Chlor, die haben auch andere Flüssigfolie drin im Programm, aber die ist nicht chlorbeständig. Also aufpassen, die ist oft nicht chlorbeständig. Für einen Fischteich alles gut, Fische werden ja nicht geklort. Pool ist chlorhaltig oder man geht auf eine andere Lösung im Pool, meiner ist mit Chlor gereinigt, also brauche ich etwas. Daher habe ich dieses Paint Chlor genommen. Jetzt haltet euch fest, der Kilo kostet 40 Euro und pro Quadratmeter braucht man 2 Kilo. Steht in der Anleitung. Ich habe weitaus weniger gebraucht. Mag vielleicht daran liegen, dass der Pool schon vorgestrichen war und und. Dieses Zeug ist absolut farblos. Ich zeige euch das mal. Aufgestrichen wird es hier mit so einer kleinen Rolle, die ich genommen habe. Man kann es mit Sicherheit auch mit einer größeren machen. Ich habe das hier mit so einer kleinen Rolle gemacht, mit so einer Fusselflauschrolle. Da steht in der Anleitung, dass man die nehmen soll. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Das ist die Schale, in der ich das reingekippt habe. Da seht ihr noch, das ist das Weiß von der ersten Farbe, mit der ich den Pool zuerst gestrichen hatte. Das ist dann eine normale 1K-Farbe genommen. Und hier seht ihr mal, hier, das kann man so richtig da rausziehen. Das ergibt eine absolut dichte Folie. Die soll 1 bis 2 mm dicht sein. Die ist auch sehr reißfest, absolut klar. Und ergibt eben eine echte Folie. Bevor ich das gestrichen habe, habe ich noch die Poren im Beton mit einem Epoxidspachtel verspachtelt, dass ich da keine Poren drin habe. Einfach damit ich die Farbe besser drüber streichen kann. Ja, das Ganze hat eine gewisse Zeit gedauert. Ich habe weitaus weniger Material verbraucht. Ich weiß nicht, wie gesagt, die Angabe ist da doch recht hoch, was man braucht. Und ich habe ungefähr, jetzt muss ich selber nachdenken, ich habe 2 von den Bottichen, 8 Kilo und habe 12 Quadratmeter damit gestrichen. Ich habe nur die Wände gestrichen, weil den Boden bin ich davon ausgegangen, dass der dicht ist. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal in echt an, wie das so aussieht. Ja, hier haben wir jetzt mal einen Blick auf meinen Pool. Wie gesagt, der ist nicht allzu groß, aber gerade für den Sommer ein schönes Becken, um sich abzukühlen. Und die Farbe, dieser Grundton, das ist grau, ein hellgrau, wirkt hier aber richtig schön hellblau. Hier habe ich Stellen, wo ich so Lunker im Beton habe. Mal sehen, ob ich sowas einfangen kann. Hier solche Stellen, die habe ich dann verspachtelt, dass ich eine durchgängige Fläche habe. Auf dieses Hellgrau habe ich das Paint Chlor gestrichen. Absolut transparent, durchscheinend. So sieht der Pool jetzt aus. Und er ist absolut wasserdicht. Hier möchte ich euch zusammenfassend mal zeigen, was ich an Material verbaut habe. Als erstes habe ich den Pool gebaut, der ist aus Beton gegossen. Hier auch mal ein paar Bilder, wie das so auch vonstatten gegangen ist. Also zuerst ein Loch ausheben, ganz wichtig, vernünftig einschalen und dann mit Beton ausgießen.
Für den Beton habe ich hier diese Flüssigkeit genommen. Dies ist ein Dichtmittel für Beton, damit wird der Beton theoretisch wasserdicht. Aber da ich ja anscheinend doch irgendwo nicht sauber gearbeitet habe oder irgendwie Lücken sich gebildet haben, war bei mir der Beton dann eben nicht dicht. Das habe ich versucht hier mit diesem Pool Vermit dicht zu bekommen. Das hat sogar funktioniert, war für mich aber keine vernünftige Dauerlösung. Also habe ich eins gemacht, ich habe mich auf die Suche gemacht nach den Lunkern, also nach äußeren Stellen im Beton, die nicht gut waren, und habe die mit einem Epoxidspachtel, diesem hier, verspachtelt, abgeschliffen. Und dann habe ich das Ganze mit einer 1K-Farbe überstrichen. Kaum noch zu erkennen, was das ist. So sah es aus, 1K-Farbe. Da das aber ja nicht dicht war, habe ich dann diese Farbe mir geholt, Paint Chlor, und das hatte ich euch ja schon gesagt, relativ teuer, 40 Euro das Kilogramm, und man braucht da relativ viel von in den Vorgaben, ihr könnt euch das durchlesen. Ich mache mal euch Links zu all diesen Produkten darunter, und das Ergebnis ist jedenfalls, der Pool ist dicht. Wir gucken uns jetzt den Pool nochmal an. So, ja, das sind meine Erfahrungen mit dem Pool. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich meinen Pool dicht bekommen habe. Das ist oft eine kleine Odyssee. Jeder, der es schon mal selbst probiert hat, weiß das. Ich bin kein Profi, also bin ich da relativ locker rangegangen. Ich habe meinen Pool aus Beton gegossen. Ich habe euch die Bilder gezeigt. Das ist relativ schnell und relativ günstig gemacht. Leider ist er nicht dicht geworden. Ich habe ihn mehrfach mit normaler Farbe gestrichen. Das hat aber auch nicht geholfen. So, daraufhin habe ich dieses Pool-Dichtmittel reingekippt. Das hat sogar geholfen, war für mich aber nicht die richtige Lösung. Also habe ich das mit dieser flüssigen Teichfolie behandelt. Das hat super geklappt und jetzt ist er endlich dicht und macht richtig Spaß. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Ihr schaut mal wieder rein. Hier findet ihr den Knopf zu meinem Kanal und da den Knopf zu weiteren Videos. Also, bis dahin. Ciao, euer Werkstatt-Dino.